Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zurück bei Cobalt VR. Ja, im Livestream habe ich ja leider oben nicht mehr weitergespielt. Es geht auch nicht mehr lange, aber ich wollte euch das jetzt nicht vorenthalten. Wäre echt blöd. Und ja, jetzt spiele ich das von oben nochmal weiter. Also ich gehe jetzt nach oben, habe den Schlüssel schon hier gefunden. Also ich musste das auch nochmal ganz genau von neu spielen. Es gab keinen Speicherpunkt. Meine Taschenlampe ist auch schon aus, wie ihr seht. Die packe ich mal hier in die Tasche. Und ja, da ist der Raum mit den vielen Kerzen. Boah, die Sounds sind so krass. Ich war ja schon mal da oben, aber habe echt schon wieder Schiss. Ja, wie gesagt, das Ganze dauert, glaube ich, auch nur noch 5 Minuten oder so. Trotzdem wollte ich dazu noch das Video machen. Und ja, wir schnappen uns mal den Schlüssel. Und schließen auf. So, und beim letzten Mal hat mir... Wow. Okay. Die Entwicklerin hat mir zum Glück verraten, dass ich hier die Kerze aufheben kann. Hier leuchtet natürlich jetzt nicht mega viel ab. Aber immerhin leuchtet sie. Okay. Das hatten wir ja alles schon. Ja, hier sehen wir ein Foto vom Kasper. Und wir mussten da jetzt eine Rune dran zeichnen. Ich weiß gar nicht mehr welche. Ja, die Tasche stört ab und zu mal. Ported Spell. Genau, Ported Spell war... Und da bin ich ja stehen geblieben beim Livestream, weil ich eigentlich dachte, okay, vielleicht kommt da noch mal 20, 30 Minuten Gameplay, aber es ist doch nicht mehr so viel. Aber das machen wir jetzt noch zu Ende. Oh je, oh je. Okay, da ist das Portal zur Unterwelt. Das hört sich auch schon ziemlich krass an. Wow. Hey! Was machst du da? Um Gottes Willen! Nein! Okay, tschüss. Geht unsere Taschenlampe denn wieder? Nein. Aber die halten wir trotzdem mal in der Hand. Ja, Leute, dann gehen wir mal runter. Boah. Allein dieses komische Geflüster ist schon echt fies. Wow! Alter! Okay, die sind weg. In der Riesenhalle oder was es auch immer ist. Boah. Überall flüstern. Da liegt ein... Ja, ist nur ein Steinstapel. Ja. Oh. Ich höre den Sandmann wieder. Das sieht aus wie eine Figur. Also wie irgendein Monster. Alter, ist das krass. Gucken wir uns das mal an. Boah, ich habe echt so eine Gänsepelle gerade, Leute. Soundkulisse ist gigantisch, Wahnsinn. Oh, da ist wieder so ein komisches Vieh. Die beobachten mich.
ja, Unterwelt ist halt ekelhaft, ne? Dann gehen wir mal hin. Oh Gott, ich muss da auch noch hin, ey. Lampe, Lampe. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht zurück. Was ist alles nur mein Distumulfer? Leute, boah. Ja, das war Cobalt VR. Ja, war jetzt kurz, aber echt Hammer. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass auf einmal die Typen dahinter hinter mir stehen. Und dann auf einmal vor mir wieder. Alle Achtung, so muss VR-Horror sein, definitiv. Danke, dass ich dieses Spiel spielen durfte. Ich bin gespannt auf Chapter 2 und hab da jetzt schon Schiss vor. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, haut ein Like raus und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Spiel und hoffentlich erstmal kein Horror. Bis dann. Ciao.